In dieser Episode erkläre ich euch den Begriff Macke und was sich genau dahinter verbirgt. Und nun viel Spaß beim Video. Macke, das koreanische Wort Macke, bezeichnet lediglich den reinen Akt einer Abwehr von Angriffstechniken eines Gegners mit den Gliedmaßen des eigenen Körpers. Je nach Blocktechniken können so im Taekwondo Angriffstechniken gestoppt oder abgelenkt werden, um einen verletzenden Kontakt mit dem eigenen Körper zu verhindern. Beim Anwenden der Blocktechniken ist der Körper des Verteidigers weitestgehend entspannt, erst zum Zeitpunkt des Aufpralls bzw. am Scheitelpunkt des Blocks spannt sich die Muskulatur größtenteils an und entspannt sich unmittelbar danach, um die blockierende Angriffstechnik zurückzustoßen. Die Entspannung ermöglicht es dem Block, die größtmögliche Geschwindigkeit während der Ausführung zu erreichen, während die Starrheit beim Aufprall die maximale Kraftübertragung ermöglicht. Weitere Möglichkeiten, einen Angriff zu vermeiden, sind sogenannte weiche Abwehrtechniken, die keine direkte Blocktechnik erfordern, wie zum Beispiel das Ausweichen, das Einfangen oder das Ablenken des entgegenkommenden Angriffs. Daher werden Blocktechniken von einigen als die direktesten und am wenigsten subtilen Verteidigungstechniken angesehen.